Sieg noch durch K.O. So. Also. Bamena Türkson. Also ein Afrikaner, ein gebürtiger Afrikaner. Jetzt Schwede. 20 Jahre jung. Und da ist er. Auch einer. Der ist mit der dunklen Hautfarbe älter, ist ein bisschen älter, 4 Jahre älter. Christoph Mendy. Er kann hauen. Er kann hauen, hat eine schwere Rechte. Meist so als Schwinger, außenrum, langer Weg. Er ist sehr jung. Sehr jung. Und was er braucht, um gegen einen solchen Fuchs bestehen zu können, wäre natürlich auch Erfahrung. Also Viktor Kaschanski aus Weißrussland ist der Ringrichter. Ja, in etwa gleich groß beide. Ja, denken Sie mal dran, was eben Luan Krasniqi gezeigt hat und was Sie gesehen haben. Also Mendy kommt, ist einer, der gerne angreift, der nicht warten kann. Womit, oder besser gesagt, wie will denn dieser Türkson, der Schwede, gewinnen? Er macht zu wenig. Hat auch bis jetzt nicht gezeigt, dass er einen Pfund hat, einen Hammer. Er ist nur auf Deckung bedacht, wird aber gut behandelt von den Punktrichtern und es steht im Augenblick 1:1. Also den Kampf macht Christoph Mendy, er macht mehr. Und bei ihm spürt man, dass er gewinnen will. Bei Türkson sieht es eher so aus, als ob er nicht verlieren will. Das ist ein Unterschied. Er ist sehr defensiv, will nur nicht das Ärgste einfangen. Und da müsste jetzt der Franzose langsam in Führung gehen. Treffer ist da, 2:1 für den Dunkel. Ja, Mendy, er macht mehr. Aber was soll er gegen einen solchen Feldberg machen, der sich einigelt?
Also die Neigung scheint da zu sein, den Schweden eine Chance zu geben. Was haben wir für Punktrichter? Lettland, Spanien, Polen, Wales und Rumänien. Ja, sie haben alle ganz klar, bis auf den Rumänen, haben sie ganz klar den Mendy vorn. Ganz klar.